worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Willkommen zurück bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt der Wiener Bildungsdirektor Heinrich Himmer. Schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Herr Himmer, die große Frage, die sich derzeit alle stellen, ist, wie geht es weiter an den Schulen? Momentan kennt sich irgendwie niemand aus. Es läuft ja anscheinend schon das E-Learning seit Donnerstag. Das hat nur kaum jemand mitbekommen und viele Eltern auch nicht. Ja, es ist natürlich eine Phase, in der wir jetzt sind, auch im neuen Jahr, die wirklich permanent herausfordernd ist für alle Beteiligten. Das heißt, ab 7. Jänner sind die Schulen für Betreuung offen. Das heißt, auch jetzt sind Kinder und Jugendliche in den Schulen in Österreich, allerdings der Großteil im Distance Learning zu Hause. Parallel dazu können auch zum Beispiel Matura-Klassen in die Oberstufe kommen. Also es ist ein Mischbetrieb, würde ich jetzt mal sagen, derzeit. Und natürlich warten alle darauf, ob, so wie das ja ursprünglich vereinbart war, die Schule auch am 18. Jänner wieder beginnt. Aber das heißt, das E-Learning, das Distance Learning läuft auch seit 7. Also das man muss auch eigentlich mit seinen Kindern seit 7. den Stoff durchgehen. Und wir wissen alle, dass das eine riesen Herausforderung ist. Das ist eine Riesenherausforderung natürlich für die einzelnen Elternteile. Das ist eine Herausforderung für die Pädagoginnen und Pädagogen, am meisten natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Es berichten ja auch viele davon, dass sie oft den ganzen Tag vor dem Laptop, vor dem Internet sitzen. Das ist natürlich eine Riesenbelastung. Da muss man, glaube ich, sinnvollerweise schauen, dass man mit allen Schutzmaßnahmen so schnell wie möglich auch wieder die Schulen im Normalbetrieb hat. Was ist denn Ihre Einschätzung? Wann rechnen Sie denn damit, dass der Präsenzunterricht in den Schulen dann wieder möglich ist? Also derzeit ist es ja auch noch so, dass vorgesehen ist, am 18. Jänner zu starten. Ich wünsche mir natürlich für uns alle, dass das auch bleibt. Klar ist, man muss jetzt auch die Zeit jetzt wieder gut nützen, um zu schauen, dass man mit Testen, auch mit einer klaren Ansage, wann zum Beispiel Pädagoginnen und Pädagogen geimpft werden können, dass hier klar ist, dass das alles unternommen wird, um Schulen auch sicher zu halten, weil wir sehen auch, die infizierten Zahlen sind in Schulen und außerhalb der Schulen ungefähr ähnlich. Das heißt, hier muss man einfach auch den Schutz ganz wichtig nehmen. Aber das heißt, Sie gehen davon aus, dass die Schulen am 18. wieder aufsperren? Davon gehe ich im Moment aus, ja. Alle Schulstufen oder wird das dann wieder nur die Volksschulen und die Unterstufen betreffen und die Oberstufen bleiben weiter im E-Learning? Also ich denke mir, wichtig ist eine klare Botschaft, die dann grundsätzlich für alle gilt. Wir haben ja jetzt die Möglichkeit auch in der Betreuung im Pflichtschulbereich auch zu nutzen, schon seit 7. Jänner. Das heißt, da geht es eher auch um ein grundsätzliches Aufsperren. Darüber hinaus ist natürlich auch für alle anderen Schulstufen wichtig, dieses gemeinsame Lernen, Leben auch vor Ort machen zu können, weil man kann vieles zum Beispiel über digitale Wege machen, aber zum Beispiel sich persönlich auszutauschen, kreative Prozesse kann man so schwer nachstellen. Jetzt gab es gerade diese Woche eine neue Studie, eine Dunkelzifferstudie, 1,5% der Schülerinnen und Schüler haben das Coronavirus gehabt oder waren damit infiziert bei dieser letzten Studie. Das ist schon deutlich höher als bei den letzten Studien, fast dreimal so hoch. Warum steigt das so rasant derzeit? Also wir sehen, dass es offensichtlich immer weniger Unterschiede auch gibt, vor allem bei den älteren Jugendlichen ab 16, aber auch darunter zunehmend, dass es ungefähr die gleiche Dunkelzifferanzahl gibt wie außerhalb der Schulen. Das heißt, so wie in den anderen Bereichen, in der Familie, im Arbeitsplatz, ist es auch in der Schule, nämlich 1,3% so an Menschen, die zu ihrem Arbeitsplatz, in die Schule gehen, die nicht wissen, keine Symptome haben, dass sie Covid-19 haben und dann positiv getestet werden. Das zeigt also, dass das Virus auch in den Schulen da ist. Es ist ernst zu nehmen und es ist wichtig, daher Pädagoginnen und Pädagogen, die Schülerinnen und Schüler möglichst so zu schützen, damit eine Ansteckung in der Schule auch durch Personen, die eben gar keine Symptome haben, ausgeschlossen wird. Aber das heißt, diese ursprüngliche Annahme, dass nämlich Schülerinnen und Schüler oder Jugendliche und Kinder sich weniger anstecken oder weniger infektiös sind, die dürfte anscheinend so nicht stimmen. Das ist natürlich immer die Frage, von welchem Zeitpunkt wir reden. Wir haben ja, und das muss man auch sagen, jetzt zum Beispiel auch wieder die Diskussion über Virusmutationen. Das ist ja beim Virus auch nichts Unnormal ist, dass er sich verändert. Verändert sich ständig, weil er muss sich ja darauf anpassen, möglichst auch gut weiter zu überleben. Und dagegen kämpfen ja alle an, die jetzt mit Impfstoffen, mit auch entsprechenden Schutzmaßnahmen davor auch diese Veränderungen mit verarbeiten. Das heißt, wir sehen also, es hat sich hier was verändert. Ja. Im Laufe der Zeit. Jetzt muss man natürlich die Rückschlüsse darauf ziehen. Der Rückschluss, glaube ich, darauf zu ziehen, darauf zu warten, bis alle geimpft sind,
würde bedeuten, dass wir wahrscheinlich bis in den Sommer hinein gar keinen normalen Schulbetrieb mehr haben. Die Auswirkungen, die aber auf der anderen Seite dadurch entstehen würden, nämlich auch die gesundheitliche Schädigung, wenn Kinder und Jugendliche jetzt den ganzen Tag nur mehr vor dem Bildschirm sitzen, oder aber auch, dass das Nicht-Zusammenkommen, die nicht Matura machen können, riesige Auswirkungen auf das ganze weitere Leben hat, muss man also eine gute Mischung finden, nämlich den Schutz, aber auch den normalen Unterricht in den Klassen mit Verdünnung, mit zum Beispiel gestaffelten Schulbeginn, mit Abstand halten und ähnlichen Dingen, soweit das möglich ist, auch durchzusetzen. Bereitet Ihnen eigentlich diese neue Virusmutation Sorgen für die Schulen? Also ich muss sagen, der gesamte Virus, und zwar seit dem ersten Tag, bereitet mir Sorgen und uns Sorgen in den Bildungsdirektionen, im Bildungsministerium, in der Stadt, weil es darum geht, wie können wir den gut begleiten. Wir sehen auch, man kann nie auch ein Hackerl drunter machen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, weil im September in den Schulen wenig von Infektion zu sehen war, dass das auch immer so bleibt. Wir sehen jetzt eben aufgrund dieser Dunkelzifferstudie zum Beispiel, dass eben möglicherweise durch Mutationen, aber auch durch andere Situationen auch in den Schulen die Dunkelziffer an Covid-positiven Kindern und Jugendlichen ungefähr gleich groß ist wie auch sonst in der Gesellschaft. Wenn die Schulen jetzt wieder aufsperren, Sie haben gesagt, Sie wünschen sich den 18. Wie soll denn das dann ablaufen? Wird es dort genau die gleichen Vorgaben, Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen geben, wie wir sie im November, Dezember hatten, also vor dem Lockdown? Oder wird man das jetzt noch einmal adaptieren, diese Konzepte? Also ich gehe auch aufgrund der Situation davon aus, dass man zumindest die gleichen Sicherheitsregeln einhalten wird, wie das davor war, weil es hat sich im Regelfall jetzt, wie wir sehen, auch die Situation noch nicht so weit verbessert, dass man sagen kann, wir kehren jetzt wieder zu einem halbwegs normalen Leben zurück. Das heißt, Abstand halten, Maske tragen, kein Musikunterricht, kein Singen in der klassischen Form, all das wird wahrscheinlich beibehalten werden. Wir müssen uns aber jetzt überlegen, und das sind die Gesundheitsexperten und Expertinnen, heute ist ja auch ein Virologe bei Ihnen zu Gast, der sicher dazu sagen kann, was man noch alles tun muss, um möglichst eine weitere Verbreitung dieses Virus zu behindern und verhindern. Was ja sehr, muss man sagen, polarisiert, ist das Thema Masken in den Schulen, vor allem Masken in den Klassen, bei den jüngeren Schülern. Wie sehen Sie denn das? Ist das notwendig? Also hier geht es auch, und ich bin ja Pädagoge, ich habe 10 Jahre unterrichtet, ich bin kein Experte, was die Virusbekämpfung betrifft. Hier muss man das ernst nehmen, was Gesundheitsexperten und Experten sagen. Und wenn die sagen, die Maske ist jetzt im Moment ein, auch für Kinder und Jugendliche, wichtiger Schutz, auch untereinander oder gegenüber der Pädagoginnen und Pädagogen, Sie haben die Mutation angesprochen, wo möglicherweise eine leichtere Ansteckung da ist, dann ist das Maske tragen, zumindest über einen beschränkten Zeitraum. Auch wenn wir wissen, jeder, der schon mal mit einer Maske in einer längeren Sitzung war, weiß, das ist anstrengend. Und daher kann man auch nicht davon ausgehen, dass man dasselbe in der gleichen Zeit auch lernen kann. Aber wenn es darum geht, jetzt zu verhindern, dass der Virus sich verbreitet, dann halte ich das für ein gelinderes Mittel. Und Sie haben es ja angesprochen, es gibt jetzt viele auch sehr radikale E-Mails, Botschaften, die da an die Schulen geschickt werden mit Drohungen, wenn sie jetzt weiterhin Maske-Tragen-Pflicht verordnen, dann gibt es rechtliche Konsequenzen. Da kann man auch alle beruhigen. Das ist nicht so, es ist eine klare, auch gesetzliche Basis dafür geschaffen worden mittlerweile, dass das Maske-Tragen, soweit es angeordnet ist, und es ist derzeit angeordnet, auch in den Schulen möglich, notwendig und sogar verpflichtend ist. Jetzt muss man sagen, es ist fast ein Jahr, dass die österreichischen Schüler verloren haben durch Corona. Wie soll denn das aufgeholt werden? Da gibt es ja zig Experten, die schon sagen, das wird ganz dramatisch werden. Da droht wirklich eine Bildungslücke bei diesen Jahrgängen. Wie sehen Sie das? Ja, also zum einen, Sie haben es auch gerade angesprochen, ich glaube, wir sind alle schon ein bisschen müde, auch wenn man jetzt zurückschaut, dass man jetzt seit einem Jahr mit diesem Virus kämpft, in einer ganz, glaube ich, harten Auseinandersetzung. Bis jetzt, glaube ich, haben wir das in vielen Bereichen gut gemeistert und darf aber nicht vergessen, wer es gemeistert hat. Die vielen Menschen, die draußen, egal ob in den Spitälern, in den Pflegeheimen, in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber auch in den Schulen an erster Stelle dort sind, dort gemeinsam mit den Eltern, mit den Schülerinnen und Schülern dafür sorgen, dass halbwegs noch immer Möglichkeiten besteht, zu lernen und zu lernen. Da ist ein großer Dank zu sagen an alle, die das tun. Das beginnt beim Bildungsministerium und geht bis zum einzelnen Lehrer, der Lehrerin vor Ort in der Schule. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell schaffen wir es zu einem normalen Weg, auch weiter vorzugehen. Ich hoffe und ich gehe davon aus, dass jetzt mit dieser klaren auch Blickrichtung, dass wir impfen können,
und dass Lehrerinnen und Lehrer in einer sehr frühen Phase dabei sind, hoffentlich schon mit Februar, März, dass es dann gelingt, auch wirklich zu sagen, jetzt können wir wieder ein normales Schulleben haben und dann gelingt es uns auch möglicherweise sehr, sehr schnell, das, was notwendig ist, auch aufzuholen, aber auch zu sagen, wo kann man Abschlüsse machen. Aber geht sich das innerhalb dieses Schuljahres aus, Ihrer Meinung nach, oder muss man zum Beispiel sowas wie Summer Schools wieder machen? Also das wird es, glaube ich, meiner Meinung nach auch geben, weil die Erfahrungen gezeigt haben, wir haben ja irgendwie mit den Summer City Camps ja da schon viel Erfahrung und jetzt mit den Sommerschulen, die sehr gut besucht waren auch, dass das sehr gut angenommen wird. Wir werden, und das ist ja auch ein Versprechen, das das Bildungsministerium gegeben hat, auch in den Semesterferien zum Beispiel die Möglichkeit haben, auch Versäumtes aufzuholen. Also man darf auch junge Leute nicht unterschätzen, dass die natürlich sehr engagiert sind. Das heißt, die Schulen bleiben offen in den Semesterferien? Also das ist ja eine Ankündigung gewesen, die schon vor einiger Zeit gemacht wurde, dass auch der Plan ist, diese Ferienzeiten freiwillig, natürlich auch was die Pädagoginnen und Pädagogen betrifft, zu nutzen, um Versäumtes aufzuholen. Weil so wie Sie sagen, jeder Tag, der nicht unter normalen schulischen Umständen läuft, kann für manche ein wirklich tiefer Einschnitt auch in deren zukünftiges Leben und deren Karrieren sein. Mhm. Sie haben das Thema Impfen schon angesprochen. Wie sieht es denn da jetzt wirklich konkret aus in den Schulen? Wann werden denn die Lehrerinnen und Lehrer geimpft werden in Wien beispielsweise? Also ein genaues Datum kann ich nicht sagen. Das wird jetzt dann natürlich auch vor allem von den Gesundheitsbehörden und auch dem Bundesheer, das ja die Logistik hier sehr stark betreibt, entschieden. Aber wir wissen ja auch aus diesen grundsätzlichen Überlegungen, dass Pädagoginnen und Pädagogen sehr früh, also sozusagen nach den älteren Menschen, nach dem Pflegepersonal auch drankommen. Ich halte das auch für sehr wichtig. Man darf nicht vergessen, gerade im Schulbereich gibt es auch natürlich sehr viel Kontakt mit Menschen, die besonders gefährdet sind. Zum Beispiel unterrichten knapp 200 Pädagoginnen und Pädagogen in Wien in Krankenhäusern schwerkranke Kinder und Jugendliche und dass diese Personen natürlich auch, um dieses Virus nicht in den Krankenhäusern zu verbreiten, sehr schnell geimpft werden müssen, das ist aus meiner Sicht absolute Voraussetzung. Jetzt wissen wir, bei den Pflegeheimen wollen sich von den Insassen, glaube ich, 70-80% impfen lassen, bei den Pflegern ist es knapp die Hälfte. Haben Sie Zahlen für die Pädagoginnen und Pädagogen in Wien, wie hoch da die Impfbereitschaft ist? Also wir haben es nicht erhoben, haben aber zum Beispiel bei der Grippeimpfung, die ja jetzt auch in Wien kostenfrei für alle möglich war, gesehen, dass eine hohe Bereitschaft da ist, besonders bei Pädagoginnen und Pädagogen, weil, und das ist ja auch eine berechtigte Forderung von vielen Pädagoginnen und Pädagogen, der Schutz auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Schulen ganz oben stehen soll. Und daher bin ich sehr, sehr sicher, dass ein hoher Prozentsatz auch daran teilnehmen wird, weil jeder weiß, nur so schaffen wir auch wieder ein normales Leben in den Griff zu bekommen. Herr Immer, vielen Dank für den Besuch. Danke für die Einladung. Alles Gute. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht es gleich weiter bei uns mit den aktuellen Nachrichten des Tages.